Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute kommen wir mal zu einem Video, was sich einige von euch gewünscht haben. Nämlich mal ein Video über die günstigsten Jaguar-Modelle. Jaguar ist ja eine englische Luxusmarke mit eigentlich ziemlich schicken Kfz mit schön schickem englischen Leder. Aber die gibt's auch mit einigen Problemen und dementsprechend sind die ganzen Gebrauchtmodelle schön preislich im Keller. Aber da gehen wir jetzt noch ein bisschen genauer drauf ein. Los geht's mit dem Video. Jaguar S-Type. Dieser Jaguar wurde von 1999 bis 2007 gebaut. Und brauchbare Exemplare bekommt ihr schon für unter 3000 Euro. In günstigen Modellen habt ihr entweder den 2,7 Liter Dieselmotor verbaut oder den 3.0, einen V6 Sauger mit 238 PS und 293 Newtonmeter Drehmoment. Dieser hat eine V-Max von 235 km/h und beschleunigt in 7,6 Sekunden auf 100. Für ihn finde eigentlich ein schickes Kfz mit schönem englischem Leder, schönem Jaguar-Look, aber er kommt mit einigen Problemen und ich kann euch direkt sagen, so gut wie alle Autos auf dieser Liste kommen mit einigen Problemen. Jaguar X-Type. Dieser Jaguar wurde von 2001 bis 2009 gebaut und ihr bekommt auch hier brauchbare Exemplare schon für unter 3000 Euro. Motorentechnisch gab es hier alles vom 2 Liter bis 3 Liter Otto Motor oder vom 2 bis 2,2 Liter Dieselaggregat. Bei günstigen Modellen für unter 3000 Euro werdet ihr auch schon den 2,5 Liter V6 Sauger hier finden, der 196 PS und 241 Newtonmeter Drehmoment leistet. Somit diesen Jack in 8,3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und eine V-Max von 225 km/h erreicht. Auch dieser Jaguar reiht sich im Mittelklassensegment ein und die Basis bildet damals der Ford Mondeo, was natürlich die Produktion dieses Autos etwas günstiger machte. Dazu gab es dieses Auto auch noch als Kombi, also quasi so eine Art Familienjack. Jaguar X100 XK8. Dieser Jaguar wurde von 1996 bis 2005 gebaut. Diesen gab es entweder als Coupé oder Cabriolet. Und brauchbare Exemplare bekommt ihr schon für um die 10.000 Euro. Wie der Name schon vermuten lässt, nämlich XK8, hat dieser Wagen einen V8 unter der Haube. In den günstigen Modellen im Vorfacelift einen 4 Liter V8 Sauger, der 284 PS und 375 Newtonmeter Drehmoment leistet. Bei 52 km/h abgeregelt ist und diesen Jack in 6,7 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Aber naja, auch dieses Auto kommt mit einigen Problemen, natürlich auf Elektronikseite, wie die ganzen anderen Jacks auch. Aber was bei diesem Auto auch noch sehr oft flöten geht, ist der Luftmassenmesser, wodurch das Auto die ganze Zeit im Notlauf läuft. Jaguar X300, X308 XJ. Jetzt kommen wir zur zwei Generationen des Jaguar XJ, die von 1994 bis 2003 gebaut wurden. Der X300 wurde von 1994 bis 1997 gebaut und später der X308 von 1997 bis 2003. An sich geben sich die beiden Modelle nicht viel, sehen auch optisch fast identisch aus. Brauchbare Modelle bekommt ihr ja auch schon ab 3000 Euro. In beiden Fällen ist hier meistens der 3,2 Liter Reihensechszylinder Sauger verbaut, der 211 PS leistet, eine V-Max von 223 km/h möglich macht und diesen Jack in 8,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Aber wenn ihr auch mal ein bisschen genauer schaut, findet ihr sogar schon für 5000 Euro Exemplare des Jaguar XJR. Und hier haben wir nämlich einen Kompressor aufgeladenen V8 unter der Haube, der schon ein bisschen mehr vorangeht als dieses Kfz. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass in diesem das 5G-Drohne-Getriebe von Mercedes-Benz verbaut ist, der 7226 um genau zu sein. Jaguar XJS. Dieser Jaguar wurde von 1975 bis 1996 gebaut. Ihr bekommt hier auch schon brauchbare ab 10.000 Euro. Diesen Wagen gab es als Cabrio, als Targa Kurzzeit sogar und auch noch natürlich als Coupé. Hier gab es natürlich diverse verschiedene Versionen mit diversen verschiedenen Motorisierungen. An der Optik hat sich über die Jahre an sich aber nicht viel geändert. Es gibt ihn vom 3,6 Liter rein 6 Zylinder bis hin zum 6 Liter V12 Sauger. Als 6 Liter V12 Sauger leistet dieser 318 PS und 463 Newtonmeter Drehmoment. Wobei noch zu erwähnen ist, dass dieser V12 mit TBR entwickelt wurde. So wie schon dieser Jack in 7,4 Sekunden auf 100 und hat eine V-Max von 245 km/h. Aber den gab es natürlich dann auch mit Automatikgetriebe und um genau zu sein mit einem 3-Gang-Automatikgetriebe, was jetzt nicht so schnell ist. Auch 318 PS fühlen sich mit so einem Wandler-3-Gang-Automatikgetriebe aus der Zeit ist auch nicht so schnell an, aber ist ein Klassiker, ein cooles Auto, hat natürlich auch seine Problemchen bezüglich Rost und Ölverlust, aber das kennt man ja. So, das war's auf jeden Fall heute mit diesem Video. Schreibt mir bitte auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ich irgendeinen Jack vergessen habe, der unbedingt auf diese Liste gehört. Checkt mein Instagram in der Beschreibung, damit ihr immer up to date bleibt. Das war's von mir heute. Glocke.